Hallo meine lieben Freunde, heute mit einem neuen Transformers Toy Review von Transformers Universe Cyclonus. Cyclonus ist quasi eine Neuauflage des Generation 1 Cyclonus Charakters aus der G1 Edition aus der Serie der 84er bis 91er Jahre. Sehr interessant gemacht ist vor allem an dieser Figur, dass sie eine 1:1 Kopie ist, wie Cyclonus auch früher aussah. Sehr geil gemacht, egal ob Jetform oder Roboter. Diese Figur gefällt mir sehr, weil sie auch in der verwandelten Form wirklich auch wie eine Actionfigur aussieht und nicht wie einfach ein Transformer. Ich zeige euch das aber auch gleich. Jetzt möchte ich aber erstmal näher eingehen auf die Verpackung. Die Verpackung ist natürlich im typischen roten Design der Generations Line gehalten und natürlich auch hier oben einmal mit dem Cyclonus Charakter einmal abgebildet, dann einmal Cyclonus in seiner Roboterform und natürlich einmal in seiner Flugzeugform. Cyclonus wird mitgeliefert mit einem kleinen Targetmaster mit dem Namen Nightstick, der sich natürlich auch in den Blaster verwandelt. Was ich auch sehr geil finde, dass die Targetmaster natürlich auch komplett neu wieder aufgelegt wurden mit dieser Figur. Klar, es ist nur ein Charakter, aber ein Charakter ist besser als kein Charakter. Und das finde ich schon mal sehr geil. Jetzt schauen wir uns mal die Figuren näher an. Cyclonus, wie gesagt, wird geliefert in einer, ja, in einer sehr schönen Flugzeugform mit einer schönen Spitze auf vorne, die vor allem ausfahrbar ist, und natürlich dann auch Nightstick in seinem Waffenmodus. Beide Figuren lassen sich natürlich auch im Fahrzeugmodus sowie im Robotermodus miteinander verbinden. Cyclonus hat dafür hier oben so einen kleinen Pin, wie gesagt, ein kleines Loch, und mit der Waffenhalterung kann man ihn quasi den Nightstick hier oben drauf befestigen. Sieht natürlich ein wenig seltsam aus, aber ja, so ist diese Figur nochmal. Ich gehe mal mit der Kamera ein wenig näher ran, da die Beleuchtung ansonsten nicht allzu gut ist. So, weiter. Dann zeige ich als erstes einmal Nightstick. Nightstick, wie gesagt, ist eine sehr schön gehaltene Waffe. Diese Waffe ist gehalten, oben die Rohre, oben das Hauptblasterrohr ist in einem dunklen Lila gehalten. Die Hände quasi des Roboters hier an der Seite sind auch in einem Lila gehalten, oben die Schultern in einem Schwarz, die Hüfte in einem Grauton und unten natürlich dann die Füße in Grau. Ja, verwandeln lässt diese Figur ganz einfach, quasi wie damals die Target Masters. Einfach nur einmal die Beine rumklappen und das Rohr hinten rumklappen. Die Füße unten einmal rumdrehen. So. Und die Hände nach unten falten. Die Figur hat erstaunlich gute Bewegung. Zwar natürlich nicht so wie die anderen Figuren mit Kugelgelenken, es sind reine Scharniergelenke. Aber man kann natürlich die Schultern einmal um 360 Grad drehen. Die Ellenbogengelenke lassen sich einmal um 90 Grad schwenken. Der Kopf ist fest, den kann man nicht bewegen. Die Beine selbst kann man einzeln bewegen, nach oben bewegen, nach unten bewegen, das ist eigentlich alles. Und dann kann man ihn quasi noch den Torso natürlich wegen der Verwandlung nach unten drücken. Die Figur an sich, ich zoome gerade mal näher ran, ist auch sehr schick gehalten. Mit der Beleuchtung hapert es heute irgendwie ein wenig. So. Wie gesagt, die Figur ist auch sehr schön gehalten. Das Gesicht ist in einem gold-silbernen Ton gehalten. Die Augen sind in einem rötlichen Ton gehalten. Die Figur selbst hätte hier vorne noch Platz für ein Emblem. Ein Decepticon-Symbol hat es leider hier nicht. Da hat Hasbro leider an dieser Figur ein wenig gespart. Ansonsten, was auch sehr interessant ist, die Figur hat hier oben dieses Loch. Ist natürlich für diesen Stick geeignet und faltet sich dadurch auch richtig gut dann natürlich nach hinten.
Wie gesagt, Nightstick ist eine sehr schöne Figur in dem Film damals über die Target Masters selbst. War ja ein sehr frecher Charakter, der natürlich immer schießen wollte, wo es auch nur ging. Das heißt, ihm war es egal, ob er auch mal ins Leere geschossen hat. Hauptsache er hat geschossen. Ja, jetzt schauen wir mal weiter. Cyclonus. Ich werde jetzt erstmal Nightstick zur Seite stellen. Cyclonus, wie gesagt, ist ein sehr schöner Jet. Ein sogenannter Weltraumjet. Ja, er hat ein Fahrwerk, was man vorne und hier hinten auch einklappen kann, ganz normal. Was mir an dieser Figur im Fahrzeugmodus, muss ich gleich sagen, nicht gefällt, sind diese Beine hier hinten, die auch gleich die Thruster darstellen. Die sind, ja, sehr locker. Finde ich persönlich nicht so schön, da hätten sie sich irgendwas einfallen lassen können, dass man die Beine miteinander verbindet, etc. Das haben sie leider nicht getan. Ansonsten, wie gesagt, sehr schön gemacht. Man sieht hier auch die Details mit den Blastern vorne dran. Rote Scheiben, die Figur an sich auch von unten relativ unspektakulär, aber sieht trotzdem aus wie ein Jet. Hier das Decepticon-Symbol. Hier unten quasi die Knie dann von dem Roboter-Modus. Aber ansonsten kann man jetzt nicht wirklich sehen, dass es zu einem Roboter wird, wenn man es nicht wirklich weiß. Die Thruster hinten sind in einem Grauton gehalten. Dieses Silber hier vorne ist in einem, ja, man kann sagen, reflektierenden, marmoreffektartigen Silber gehalten. Ja, das Grau an sich ist ein helles Grau. Der Fighter an sich ist in einem sehr dunklen Lila-Ton gehalten und mit roten Verzierungen außen. Ja, kommen wir mal zur Transformation. Die Transformation ist total simpel und macht trotzdem einiges her. An sich erst einmal die Spitze einmal reinschieben. Hier oben ist ein kleiner Hebel, mit dem kann man auch die Spitze wieder rausziehen. Das ist schon ganz gut gelungen. Einmal die Flügel hier separieren. Einmal nach vorne drehen. So. Dann sind hier an der Seite kleine Stifte. Und hier sind diese kleinen Vertiefungen, die einfach dann hier reindrücken und befestigen, bis es knackt. Und schon ist die Figur quasi, wie gesagt, die Hände fest montiert. So, die Beine lassen sich spalten, oder sind quasi jetzt schon gespaltet und müssen zusammengefügt werden. Das heißt, einmal hier runterdrehen, einmal hier runterdrehen. So, und ihr seht, die Beine sind hier an zwei Stiften jeweils gehalten, die jeweils mit einem Gelenk an jedem Ende verbunden sind. Und hier oben sind diese kastenförmigen Vertiefungen, die auch hier sind. Die werden hier drüber gestülpt. Das heißt, ihr zieht es einfach dann so rüber. Das gleiche nochmal mit dem anderen Fuß. Oder besser mit dem anderen Bein. So. Und jetzt einfach unten die Füße auseinanderziehen. So. Hier ist eben das gleiche noch einmal, so. Und die Arme einmal runterdrehen, so. Dann kommen wir jetzt erst einmal zum Kopf. Dazu wird hier oben dieses komplette Teil einmal rumgedreht, so. Hier seht ihr auch das Gesicht. Den Kopf einmal komplett rumdrehen und das Rückenmodul einmal so nach innen klappen und einfach wieder dann zuklappen. So. Das war's auch eigentlich schon. Schon ist die komplette Nase des Flugzeugs im Innenteil des Oberkörpers verstaut. Dann einmal die Flügel lösen. Das heißt, ihr zieht die einfach so. Hier sind zwei Vertiefungen. Hier waren die quasi drin. Einmal nach hinten. Zieht die Arme einmal nach unten. Dann kommen die Ellenbogen zutage. Dreht die Flügel einmal nach hinten und dreht sie einmal so rum. So, das gleiche hier, den Arm nach unten ziehen und einmal die Flügel so nach innen klappen. So, anschließend nur noch die Hände einmal hier rausdrehen. Hier ebenso.
Und schon ist Cyclonus fertig transformiert. Transformers sind ja etwas sehr Schönes, muss man ja ganz ehrlich sagen. Vor allem, weil sie sehr schön auch ineinander klappende Elemente haben und dadurch natürlich auch die Figur an sich sehr unspektakulär sich quasi verwandeln lassen. Jedenfalls die kleinen Deluxe-Figuren sind sehr leicht zu transformieren und die größeren natürlich ein bisschen schwieriger, haben natürlich mehr Elemente. Bei dieser Figur sind jetzt sehr wenig Elemente vorhanden. Allerdings dafür, wie ich schon sagte, lassen sie sich sehr gut in der Figur verstauen. Dadurch wirkt es jetzt nicht wirklich so, als wenn er sich in ein Flugzeug verwandeln kann. Was ich ziemlich geil finde. Ihr seht selbst, alles ist gut verstaut. Die Figur sieht eher wie eine Actionfigur aus. Von Revoltech zum Beispiel. Die Figuren lassen sich auch nicht verwandeln und trotzdem sind sie sehr gelenkig. Das ist natürlich hier auch der Fall. Die Figur hat ein ganz normales Gelenk, wie alle anderen Figuren auch. Kniegelenke, alles lässt sich drehen. Hat leider kein Torsogelenk. Der Kopf lässt sich einfach nur drehen, ist leider kein Kugelgelenk. Unten der Arm lässt sich ganz normal drehen. Ein Ellenbogengelenk drin. Schultergelenk zum Hoch- und Runterdrehen. Und das war es eigentlich auch schon von den Gelenken her. Man kann jetzt noch die Hände nach innen falten, aber das war es dann auch schon. Was bei dieser Figur mich im Robotermodus leider ein wenig stört, ist, dass er die Waffe nur in seine rechte Hand nehmen kann. Die linke Hand ist komplett zu. Das heißt, es ist keine Öffnung dort da, um die Waffe festzuhalten. Ja, kommen wir jetzt einfach nochmal zu Nightstick. Nightstick, wie ich schon sagte, wird die Waffe. Das heißt, einfach nochmal zurückverwandeln, das Rohr nach oben. Dann die Beine und die Füße einmal rumklappen. Die Figur hat an sich hier in dem Rohr kleine Einkerbungen. Da werden quasi die Füße drin verstaut. Und jetzt ist ja Nightstick auch schon fertig. Jetzt könnt ihr ihm natürlich hier Cyclonus in die Hand geben. So. Und schon ist dieses Decepticon-Team vereint. Die Waffe, wie gesagt, lässt sich sehr gut halten. Hat nicht wirklich ein hohes Gewicht. Das heißt, dadurch steht die Figur auch sehr stabil. Und natürlich lassen sich auch ziemlich coole Posen teilweise mit dieser Figur bewerkstelligen. Und ja, typisch halt Target Masters, dann den G1-Pondors halt angleichen. Das heißt, ich finde, die Figur ist als Target Master Neuauflage einfach perfekt gemacht. Die Figur hätte eigentlich in meinen Augen überhaupt nicht besser gemacht werden können. Das Einzige, was mir nur an dieser Figur so ein bisschen aufstößt, ist, ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, aber an den Beinen hat sie hier verschiedene Materialien. Das heißt, das untere Gelenk ist sehr dunkel gehalten, das obere ist sehr hell gehalten. Das ist eins, was mich jetzt eigentlich im Robotermodus wirklich jetzt an dieser Figur stört, aber das war es dann eigentlich auch schon. Die Schrauben, wie ihr hier unten in den Kniegelenken seht, sind Spezialschrauben. Sind also keine Rundkopfschrauben, sondern flache Schrauben. Ich denke auch mal rostfrei, was eigentlich auch ziemlich selten bei Transformers ist. Ist aber bei diesen Flachkopfschrauben eigentlich allgemein der Fall. Die Figur an sich ist auch sehr simpel gehalten von der Bemalung her. Vorne rot metallic. Hier oben dann in Beige-Ton quasi, ja, sein Sixpack quasi. Das Decepticon-Symbol vorne auf der Brust. Sehr schön aufgedruckt. Auch in einem Silber-Metallic gehalten. Ich habe es jetzt wirklich gut sehen könnte. Also es ist kein Weiß, es ist wirklich silbermetallic. Das Gesicht natürlich auch einfach geil gehalten. Es ist sehr kantig. Und ansonsten, man sieht alles. Der Mund, sehr gut ausgearbeitet. Die Nase. Das Kinn passt sehr gut. Er sieht wirklich einfach nur bösartig aus. Ansonsten an den Schultern natürlich oben dieses bronze-rotartige von den Verzierungen her. An seiner Rückseite am Kopf hat er auch natürlich Slide Piping. Dadurch wirkt natürlich dann das Licht dementsprechend in den Augen. Wie ihr seht, wenn ich sie zuhalte, die Augen hören auf zu leuchten. So,
an sich, wie gesagt, eine sehr schöne Figur. Man hätte natürlich noch andere Figuren rausbringen von Tag Masters. Hätte mir jetzt sehr gefallen, auch von Headmasters. Mal gucken, vielleicht wird Hasbro ja die Universe Line noch ein bisschen ausarbeiten in Zukunft noch diese Figuren rausbringen. Ich würde jetzt dieser Figur im Flugzeugmodus 9 von 10 Punkten geben. Trotz der Mängel, dass die Beine quasi hinten nicht wirklich fest sind. Im Robotermodus würde ich jetzt die volle Punktzahl 10 von 10 Punkten geben. Einfach nur geil, die Figur. Die Gelenke sind absolut schön gemacht. Klar, keine Kugelgelenke, nur ganz normale Scharniergelenke. Trotzdem, es reicht für diese Figur. Bemalung einfach nur top. Die Teile aus dem Fahrzeugmodus sind sehr gut verstaut im Robotermodus. Nightstick ist ein sehr schönes Extra. Gefällt mir sehr. Mal gucken, vielleicht kommt auch irgendwann nochmal ein neuer Rodimus raus. Würde sich natürlich anbieten. Ja, ansonsten, diese Figur ist leider nicht mehr erhältlich. Wenn ihr die Möglichkeit habt, schnappt sie euch. Es ist ein absoluter Blickfang für jede Sammlung. Ja, so viel dazu. Wir sehen uns dann bei unserem nächsten Toy Review, demnächst dann mit Perceptor. Wenn ihr noch Fragen oder Kritiken habt, einfach in die Kommentare. Wie immer gehe ich darauf ein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. So viel dazu. Ich wünsche euch was. Euer Rexor.